Pflaster über den Mund oder kleben sich ein Pflaster über den Mund und verkneifen sich. Ihr könnt mir Tipps, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, aber diese ständige Klugscheißerin ist halt echt nicht nötig. Es ist ein App-Spiel, Leute. Es ist einfach eine App, die man auch Spaß macht normalerweise. Da muss mir überhaupt keiner sagen, was ich falsch mache und warum ich nicht gut bin, so in etwa, ne? Momentan sweepe ich den Hexenmeister, Lady Leo und Vlad, weil, liebe Leute, das ist zu heftig, wirklich. Ich habe die Quest gehabt, hab gerollt und was kam? Ja, gut, ist halt einfach 2,5 Jahre lang gar nicht gekommen. Und dann erst gekommen, nachdem andere Leute wirklich sehr, 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 sehr groß den Wunsch hatten, dass er kommt. Also es waren ja wirklich schon so eine kleine Gemeinschaft bei mir, die alle meinten, ich habe Vlad so verdient und dass ich ihn bekommen soll. Und daraus ist eigentlich quasi schon so eine kleine Show geworden. Keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Jeder, der mich so lange kennt, weiß, was ich meine. War schon ein bisschen Affentheater. Auf jeden Fall habe ich ihn ja dann bekommen in einem der letzten Rolls von einem Gameroll. Und ja, den kann ich auch nochmal verlinken in der Infobox für die Leute, die es nicht kennen. Ich hatte Vlad wirklich sehr, sehr lange nicht und habe ihn immer gewollt und hatte ihn dann und jetzt bekomme ich ihn in so einer Scheiß-Quest, ja. Also das hat mich schon ein bisschen abgefuckt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und da ich auch keine Splitter mehr für Evos ausgeben möchte, weil ich halt auch nicht spiele und deswegen kaum Splitter dazu bekomme, habe ich mir jetzt überlegt, ich evolviere halt die, die ich als wichtig empfinde und die ich halt schon als Kopie habe. Da ich Hexenmeister noch genügend habe, werde ich den jetzt auf Doppel-Evo bringen. Einfach, damit ich einen Held auf Doppel-Evo habe. Keine Ahnung warum, ihr könnt mich weiterfragen, warum ich das mache, obwohl es unnötig ist. Ich mache das einfach, weil ich es möchte. Ganz einfach. Und da ich alle anderen noch nicht genügend habe, außer Weißbart, der kommt dann als nächstes auf Doppel-Evo. Den habe ich nämlich auch, glaube ich, genau zweimal hier. Und ich müsste ihn noch einmal im Warenhaus haben. Ja, genau. Den werde ich danach doppelt evolvieren. Und da ich Lady Leo auch im Häuslein habe, werde ich die evolvieren, sogar zweimal. Und Santa habe ich ja leider schon evolviert, den kann ich nicht mehr evolvieren. Was wollte ich noch machen? Ich wollte Vlad evolvieren, genau. Und danach wollte ich, weil ich die anderen Kopien, die ich habe, jetzt nicht so krass finde, Ork finde ich, muss nicht direkt evolviert werden, möchte ich gern Valentina evolvieren. Da das aber momentan zu viele Helden wären, habe ich mich jetzt erstmal auf Vlad, Weißbart, genau, auf Vlad, Hexer und Lady Leo beschränkt. Vlad ist ja langsam ansatzweise bereit, beziehungsweise kommt in die Richtung. Bei ihm wird es noch eine Weile dauern und bei Lady Leo wahrscheinlich auch noch. Was ich aber schon nebenher mache, ist mit den Büchern, die ich zu viel habe, irgendwie so nebenher kleinere Helden, die ich nur einmal habe, wie Medusa oder Aries, mit den blauen Büchern dann eben zu pushen. Und ich hätte Harpy so gern doppelt, ich würde sie so gern evolvieren und Aries auch. Oh mein Gott, das wäre so cool, aber Aries habe ich halt nur einmal händeringend bekommen aus dieser Karte. Deswegen weiß ich nicht, wie lange es noch dauern wird. Und momentan füttere ich tatsächlich, ich glaube, Weißbart. Ja, Weißbart mache ich auf 8, weil ich 7 ziemlich low bei ihm finde. Und ja, Quests sind noch nicht refreshed. Dungeons habe ich total vernachlässigt, da bin ich jetzt erst bei dem hier. Und habe auch nicht so riesen Lust, das jetzt ständig zu machen. Außerdem, wenn ich das jetzt mache, sind meine Helden tot. Ich habe eh keine Ahnung, was ich machen möchte. Ich bin so überhaupt kein Hauptaccount sonst wie Spieler. Ich könnte tatsächlich Gildenkrieg jetzt einfach mal mit euch machen. Sieht bei mir aber ziemlich low aus. Und ich werde darauf wahrscheinlich auch wieder ziemlich viel Kritik bekommen, weil ich auch nicht mal die richtigen Helden drin habe. Wie traurig. Aber ich habe schon mal einen Gegner gefunden. Ich mache das Ganze nämlich eher auf die defensive Art und Weise. Auf die man kann sich nicht wehren Art und Weise. Man kann es sagen, wie man möchte. Ich mache das auf meine eigene Art und Weise. Und zwar nehme ich meistens einfach nur den Hexer und ja, eigentlich alle Fernkämpfer mit. Wobei Gargoyle ist verdammt wichtig, wenn es dann mal ein bisschen kritisch wird. Schauen wir mal drauf, ob ich noch jemanden habe, den ich mitnehmen könnte. Ich nehme meistens noch Lady Leo mit, einfach weil sie eine ziemlich coole AOE hat, meiner Meinung nach. Vor allem auch eine Fern-AOE. Ist ja immer Random Wooter. Blitzstrahl, beziehungsweise dieser Blitzkreis bei ihr einschlägt.
Und dann mache ich das wie viele andere auch, und das ist doch kein Gegner, wie schade, dass ich das auf Gebäudeansammlungen einfach so draufsetze, wie hier. Der hat einen Weißbart, ja, nein, vielleicht. Ich glaube nicht, nein, der hat keinen Weißbart. Das ist perfekt. Dann kann ich nämlich einfach beide setzen. Beide sitzen, dankeschön. Und die machen die Arbeit relativ gut selbst. Ja, wenn sich so Helden wie Skynet nicht komplett töten lassen wollen, dann setze ich meistens noch Santa, die dann ne, so richtig schön abräumen. Santa Medusa. Und hier vorne meistens Gargoyle, damit er noch ein paar Gebäude wegratzt. Aber es ist eine sehr schwerfällige und mühselige Art und Weise, Gildenkrieg zu machen, weil man da häufiger auch einfach mal verkackt, wenn die Helden dann doch schwächer sind, als man dachte. Also die eigenen. Und gerade so, ja, was die Dauer angeht, ist jetzt auch nicht so witzig. Also man braucht schon echt Geduld. Meistens gehe ich sogar weg und lasse die das alleine machen. Und ja, wenn die nicht sterben, ist es halt scheiße, weil danach dann alle Helden tot sind und ich dann vielleicht sogar nur zwei Flammen erreicht habe. Aber das ist irgendwie seit Beginn von Castle Clash meine Taktik gewesen. Also nicht seit Beginn. Am Anfang hatte ich die Taktik, ich setze Paladin und Androide. Die schaffen das schon, weil ich andere Helden da noch nicht hatte. Und hat auch immer ganz gut funktioniert, aber ich habe mir Schnitter relativ schnell gekauft. Also ich habe auf den sehr, sehr lange gespart und habe seitdem eigentlich alles nur noch auf die Art und Weise gemacht. Und ich finde das sehr bequem, gerade wenn man nicht so viel Zeit für dieses Spiel hat. Und demonstriere das jetzt einfach mal kurz, keine Ahnung. Und ich habe keine Zeit mehr, Santa zu setzen, scheiße. Das war jetzt eventuell nicht ganz so klug. Nein, nicht nur eventuell, das war nicht klug. Ja, wenn noch was vom Rathaus übrig bleibt, wäre es natürlich nice. Schnitter ist tot. Ah. Ich hasse Stungani, ne? Das ist für Gildenkrieg so ziemlich das Beschissenste, was es gibt. Und jetzt sind alle meine Helden tot. Das war so richtig das Dämlichste, was ich jetzt hätte machen können. Ja, dafür leben sie jetzt alle noch, weil hey, ich habe nicht mal 50% erreicht. Das ist wahrscheinlich das spannendste Video, was ihr euch jemals angeschaut habt. Aber ihr wolltet es. Ihr wolltet meinen Hauptaccount-Ablauf sehen. Und wenn Gildenkrieg ist, sieht der halt eben so langweilig aus. Also, ich meine, wie gesagt, es ist ein App-Spiel. Ja. Wir können das gleiche jetzt nochmal machen. Das ist wunderschön. Und mehr mache ich eigentlich auch nicht. Also Sturmmeser, gehe ich rein, setze den hin und verschwinde wieder. Also ich schaue mir das nie wirklich an, was die so machen, weil ich es inzwischen arg langweilig finde. Und das Spiel halt, wie gesagt, auch schon so zwei, drei Jährchen spiele. Und ja, ist halt nicht so arg spannend. Ich glaube, ich setze jetzt einfach mal direkt ihn. Da ist halt dann die Gefahr, dass es ein bisschen verkackt, weil er dann eventuell sich selbst wegsprengt, beziehungsweise sich selbst die Gebäude wegsprengt. Aber wir hoffen jetzt einfach mal, dass er schlau ist. Und er ist schlau. Hey, Santa, habe ich dir schon gesagt, dass ich dich liebe? Ja, dafür macht Medusa jetzt genau das. Ey, komm, als ob der... Ich habe über 50%. Das ist nicht so geil. Geil. Hätte Santa nicht wenigstens noch einmal auslösen können? Naja, egal. Damit mache ich dann später weiter, wenn mir keiner mehr zuschaut und ich das Gefühl habe, da schreien schon wieder alle, wie blöd ich mich anstelle. Und jetzt muss ich natürlich minimieren. Das ist das, was ich auch jedes Mal tue, wenn ich spiele. Ja. Ich sag ja, ich bin saulangweilig, was das angeht. Also, liebe Leute, Unterhaltungsfaktor ist gleich null und ich weiß auch nicht, wie ich das besser machen soll. Klar, da könnt ihr jetzt wieder Tipps schreiben, aber das bringt mir halt dann auch nicht so viel. Und, das war's, glaube ich, auch schon. Also, ich könnte euch jetzt noch mein Lost... Lost Realm, genau. Ja, auf Englisch ist es Lost Realm. Also, mein verlorenes... Insel... Eine Art verlorene Welt, da ist es, glaube ich. Könnte ich euch zeigen. Ist aber auch nicht so krass. Also ich meine, die Kämpfe sind eh mal langweilig. Die Helden werden nicht geupgradet, gegen die man kämpft. Und man muss einfach nur die ganze Zeit das Gleiche machen.
Die Altare werden kaum geklaut. Altare, Altäre? Ich habe keine Ahnung, ob es Altäre. Nein, Altare, oder? Ach Gott, deutsche Sprache. Ihr müsst euch aber jetzt auch gerade überlegen, ich bin gerade eben erst aufgestanden. Ne? Also ich bin gerade eben ernsthaft erst, also nicht gerade eben erst, sondern erst vor ein paar Stunden. Das ist aber für mich am Wochenende so meh. Und bin noch etwas müde und etwas geschafft und kann halt nicht reden. Das ist aber dauerhaft so. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich großartig sagen soll. Deswegen verabschiede ich mich jetzt, glaube ich, so langsam von euch, weil ich glaube auch nicht, dass irgendjemand mir bei meinem toller Dingsbums hier, wow, ich sag ja, Sprache ist heute nicht meins, dass mir irgendjemand hier bei diesem Scheiß zuschauen möchte. Ganz einfach. Wenn doch, schreibt's mir gern in die Kommentare. Ich kann auch versuchen, mit ein bisschen mehr Umfang Hauptaccount-Folgen zu machen, die euch begeistern und mitreißen und das Spiel wahrscheinlich genauso weiterspielen lassen, wie ihr es bisher getan habt. Aber wenn ihr das wirklich wollt, kann ich das theoretisch machen. Also, ich meine, ja, mir ist aufgefallen, dass ich ziemlich häufig jetzt inzwischen auch schon so kleinere Spiele eigentlich ganz witzig finde, also jetzt auch zum Beispiel Castle Clash, und es werden auch ein paar andere App-Spiele demnächst.